Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Grundlagen-Tutorial für GIMP. Vor einiger Zeit ging eine Kommentarfrage mit einem Link ein, in der ich gebeten wurde, doch mal zu zeigen, wie man denn ein Anti-Bild erstellt. Im ersten Moment wusste ich nicht, was damit gemeint war, aber es lässt sich in einem Satz kurz erklären. Und zwar wurde darum gebeten, einfach mal ein Bild auf zwei Farben zu reduzieren. Das heißt in einem Fall zum Beispiel weiß und die andere Farbe die Farbe unserer Wahl. Und das werden wir heute mal nachstellen. Ich kann euch jetzt das Beispielbild oder den Kommentar gar nicht mehr einblenden, denn das finde ich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es gelöscht wurde und das Bild aus Lizenzgründen nicht. Aber das ist wie gesagt sehr einfach und das werden wir jetzt mal angehen. Dafür habe ich mal ein Bild wieder aus Madame Tussauds in London genommen und das werden wir jetzt auf zwei Farben reduzieren. Das geht auch ganz, ganz fix. Dafür gehen wir hier oben einfach auf Farben und auf Schwellwert. Und nun sortiert GIMP eigentlich alle Farben raus, bis auf Schwarz und Weiß. Wir müssen jetzt für diesen Fall natürlich noch ein bisschen daran rumspielen, denn für so ein Bild in zwei Farben ist es natürlich sehr wichtig, dass man auch die Konturen des Gesichts sieht. Denn so könnte man jetzt ja nicht erkennen, wer das genau ist, weil es ist einfach keine Nase da, es ist kein Mund da, wo man das sehen kann. Zum Beispiel sieht man hier auch nicht, dass das Leonardo DiCaprio ist. Deswegen erhöhen wir in diesem Fall einfach mal ein bisschen unseren Schwarzwert. Und dabei ist zu beachten, ich kann den Schwarzwert auf beiden Seiten einstellen. Das ist sozusagen der dunkelste Ton, hier ist der hellste Ton, also schwarz und weiß. Ich kann aber zum Beispiel auch dafür sorgen, dass meine hellsten Töne plötzlich auch wieder schwarz werden. Was wir in dem Fall aber nicht wollen, weil die hellen Stellen sollen ja auch hell bleiben. Wir wollen nur die dunklen Stellen noch ein bisschen dunkler machen. Das heißt, der rechte Regler bis an den Rand bei 255 geschoben. Und den linken Regler, den pendeln wir jetzt noch ein bisschen ein. Ihr seht es immer direkt in der Live-Vorschau und wir schauen jetzt erstmal, ab wann man ungefähr erkennen kann, dass ich das bin oder dass das Leonardo DiCaprio ist. So kann ich mich zumindest erkennen, deswegen wäre das jetzt der Kontrast, den ich nehmen möchte, beziehungsweise noch einen kleinen Tick mehr, damit man noch die Nase und den Mund ein bisschen erkennt. Und das, ja, ist halt eine Puppe, man sieht Leonardo DiCaprio so ein bisschen durch, wenn man weiß, dass er das ist. Das Ganze ist natürlich ein bisschen schöner, wenn man einen hellen Hintergrund hat. Das sollte man dann für professionelle Aufnahmen auch machen, denn so kann ich in diesem Fall ja gar nicht meine Kopfform erkennen. Ich wollte jetzt aber das ganze Bild, ja, weil ich quasi on the fly bin, nicht noch vorher bearbeiten. Aber wie gesagt, macht es am besten hinter einem weißen Hintergrund, dann kann man nachher schön den Kopf erkennen. Das wäre jetzt der Wert, mit dem ich zufrieden bin. Man kann das Ganze auch über automatisch prüfen, also da probiert GIMP so ein bisschen selbst rum. Ich empfehle das immer manuell zu machen. Dann hat man wirklich den Wert, den man nachher auch möchte und es ja, passiert ja nichts, wenn ich mich hier vertue, ich kann es ja immer noch korrigieren. Dann drücke ich einmal OK und jetzt muss ich noch meine schwarzen Flächen einfärben. Das könnte ich über das Füllwerkzeug machen, ist aber ein bisschen lästig, gerade bei solchen kleinen schwarzen Punkten, die wir hier oben drin haben, die müsste man dann alle manuell färben und es geht in dem Fall auch wesentlich leichter. Wir gehen wieder auf Farben und Einfärben und können nun hier unsere ja, individuellen Farben setzen. Den ersten Regler, den ich verändere, ist einmal die Helligkeit, denn da kann ich dann gleich in der Live-Vorschau sehen, welche Farbe ich auch rausbekomme. Hier haben wir eine Sättigung. Wenn wir die ein bisschen hochdrehen, ja, wird das Bild halt satter, wie das Ganze schon erklärt wird, also ein bisschen leuchtkräftiger. Ist das ein Wort? Ich weiß es nicht. Und dann haben wir hier noch den Farbton. Und wenn wir an dem rumspielen, ich glaube, in dem Beispielbild, was mir geschickt wurde, war es auch ein blauer Ton, dann habe ich ungefähr das Bild erzeugt, ja, was ich mir angucken sollte und das ich auch bearbeiten solle. Wie gesagt, wenn ihr das hinter einem weißen Hintergrund macht, sieht das noch deutlich besser aus. Dann kann man den Kopf schön erkennen oder die Schulterkonturen. In diesem Fall, ja, habe ich euch zumindest das Prinzip gezeigt und dann könnt ihr es einfach mal nachmachen. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich über einen Daumen hoch und ein Abo freuen, damit ihr in Zukunft auch keine Tutorials mehr verpasst. Und wie immer ganz wichtig, wenn ihr Fragen oder Wünsche habt, schreibt es in die Kommentare. Und ich drehe schnellstmöglich ein Video dazu. Bis dahin, euer Shavo. Ciao. Hat's dir gefallen? Dann schau doch auch mal beim letzten GIMP-Tutorial oder einem zufälligen Video rein.